Herzlich willkommen zurück zu Stray. Ja, wir sind hier unterwegs mit der süßen Mieze. Und ja, wir sind halt eben stehen geblieben, dass wir diesen Lichtern folgen. Wir wissen immer noch nicht, wohin und wieso. Wir sind ja getrennt worden von unserer Familie, Freunde, was auch immer. Und wir schauen uns weiter um, wie es weitergeht. Ja, ich kann jetzt nach oben oder auch nach unten. Huch. Okay. Gehen wir mal runter. Ach so. Wir haben das Ding ausgemacht. Dann können wir jetzt... Oh. Was habe ich denn da? Ich nehme das mal mit. Das werden wir bestimmt gleich irgendwo gebrauchen. Oder? Oder nicht? Hä? Ich habe das hier ausgemacht. Vielleicht muss ich woanders was anmachen. Macht das Sinn? Aber müssen wir dazu nicht erstmal durch? So. Oh, die Wohnung. Okay. Ach so, ich hätte es tatsächlich einfach fallen lassen können. Wem gehört denn die Wohnung? Okay. Da ist eine Kuh und eine, wahrscheinlich eine Karte. Noch eine Kuh. Okay. Vielleicht treffen wir ja gleich unseren ersten Menschen. Interessant. Das Klo sieht auch ganz schön heruntergekommen aus. Gehen wir mal hier durch. Oh, da steht brauche Hilfe. Hinten. Aber wir müssen erstmal Katzendinger tun. Was sein muss, muss sein. So. Besser. Ja, ein bisschen miauen. Okay. Zack. Huch. Was ist das hier? Ups. Was haben wir jetzt gemacht? Daten korrumpiert. Brauche Hilfe. Okay, wir können vielleicht hier was eingeben. Körper für Download erforderlich. Körper erforderlich. Ein Körper? Hä? Was für ein Körper? Huch! Durch Tür gehen, einschalten, Körper finden. Okay. Das sind die Bücher. So. Wo war nochmal die Tür? Diese Tür? Nee, die ist doch zu. Verwirrung! Was haben wir da oben? Was ist das? So, das war der PC. Hier waren wir ja auch schon. Und hier kommen wir ja ursprünglich dann durch. Hier kamen wir doch her. Nee. Das kann nicht sein. Ich habe irgendwas wieder übersehen. Ach, hier ist die Tür, natürlich. Ha. Einmal hier. Was haben wir da Schönes? Also wir werden auch die ganze Zeit beobachtet. Hups. Was ist das? Okay. Ach, das ist wieder so ein Stöpsel. Kann ich das hier... Das kann ich hier anbringen. Okay, dann geht schon mal ein Computer an. Muss ich noch so ein Stöpsel irgendwo... Oh, hier sind ganz schön viele Stöpsel. Hat das was gebracht, dass ich das Ding angemacht habe? Oder nicht? Hier gibt es erstmal nichts. Was ist das hier? Ups. Hallöle. Und irgendwas ausgelöst. Okay, dann können wir das Ding schon mal hier abmachen. Muss das dann hier dran? Zweites Teil an. Zwei Stück fehlen noch. Da oben ist noch was. Okay, können wir da versuchen irgendwie... Ah, da, hier. Warte. Zack.
Hier ist noch so ein Teil. Okay, hier runter. Ah, nee. Zack. So, das Teil ist an und eins noch. Eins noch. Sehe ich das irgendwo? Ach! Okay, es war direkt vor meinen Augen. So, zack. Und nu? Aha. Eine Geheimtür? Was ist das denn? Es ist einerseits ein bisschen creepy, auf der anderen Seite ist es irgendwo ja süß, ne? Oder nein, es ist nur creepy. Ernsthaft jetzt? Was steht da? Kann man gar nicht lesen. Ist das hier ein Roboter? Kann auf ihn drauf. Ups. Und nu? Aha. Ach, da war noch so ein Teil. Das heißt, mir hat tatsächlich noch eins gefehlt. Schauen wir mal. Das Ding wieder anmachen geht nicht, ne? Muss ich doch hier eins drin haben? Oder auch nicht? Hier an das Teil? Nee, auch nicht. Wo kommt das denn hin? Sag mir das mal. Zack, hier hin. Hier ist nichts. Naja, vielleicht haben wir hier ja schon alles und ich muss im anderen Raum suchen. Ich werde von den Kameras so begutachtet. Hier ist nur ein Stuhl. Oh, er zeigt nach rechts, nach rechts. Er zeigt mir sogar den Weg. Ich muss da nur hochfinden. Zack, na komm schon. Steuerung, verlass mich nicht so. Aha. Was ist denn das? Sieht aus wie so ein Spielzeug, ne? Natürlicher Katzeninstinkt. Erstmal ausprobieren, ob man damit spielen kann. Okay, Fragezeichen. Es hat funktioniert. Ich bin frei. Vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt. Aha. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Oh. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Lass uns von hier verschwinden. Folge mir. Okay, cool. Jetzt haben wir so einen kleinen Freund. Hä, wo ist er hin? Er ist mir zu schnell. Kleiner Freund, B12, wo bist du? Ich hab dich schon verloren. Huch! Dieser Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Dankeschön. Aber wo fliegt er jetzt dahin? Ach, da. Schlüssel nehmen. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Wohin, wohin? Da.
Den musst du dir noch umlegen. Oh, wie cool. Oh, was haben wir denn da? Oh, süß. Auch wie der läuft. Ja, Katzen mögen das ja überhaupt nicht. Vor allen Dingen, wenn sie das nicht gewohnt sind, ne? Irgendwas auf dem Rücken zu haben. Und wo gehen wir jetzt damit? Wow, ich kann damit gar nicht laufen. Das ist ein süßes Ding. Okay. Versuchen wir es einfach. Versuchen wir. Komm. Eins, zwei, eins, zwei. Das sieht so tollpatschig aus. Aber irgendwo Zucker einfach, ne? Ups, schon wieder hingefallen. Ach komm, Kleiner, du gewöhnst dich dran. Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen. Ist das unbequem für dich? Ja, ich glaube, das ist unbequem. Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Alles klar. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Drücke nach oben, um das Inventar zu öffnen. Aha. Wir haben Inventar und da gibt es auch noch Erinnerungen, können wir also sammeln. Ich frage mich, wahrscheinlich die Erinnerungen vom Roboter, ne? Also von B12. Weil wir sind ja eine Katze. Wir haben ja alles soweit. Ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Aha. Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Okay. Cool. Erstmal ein bisschen kratzen. Nerven beruhigen. Okay. Gut, wir müssen also einfach wieder raus, ja? Einfach wieder raus. Hier war, das war der andere Raum. Hier war nichts mehr, ne? Ich hatte irgendwie. Oh, man kann das lesen. Da steht, ich hoffe, das funktioniert. Was denn? Ich will es jetzt wissen, was denn funktioniert. Aber cool, dass wir jetzt mit Sachen ein bisschen wenigstens interagieren können. Weil wir ja vorher eher so stumm waren, ne? Ich meine, gut, wir sind eine Katze, ne? Okay. Was ist hier noch? Da gibt es eigentlich auch nichts Besonderes. Müssen wir dann jetzt. Oh, ich kann das übersetzen. Es ist ein Ingenieurdiplom, aber es gehörte dem Wissenschaftler, für den ich gearbeitet habe. Interessant. Okay. Kommen wir da jetzt raus? Bitte? Können wir da nicht mehr entlang? Ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich frage mich gerade, wie wir da rauskommen, wenn ich da nicht entlang kann. Gibt es hier irgendwie einen Hinweis? Ah, ja, claro. Natürlich, wir haben gerade einen Schlüssel bekommen. Macht Sinn, macht Sinn. Los geht's. Oh, ich habe sogar eine Taschenlampe. Was für ein Luxus ist das denn? Ey, krass. Können wir ja selbst die düstersten Ecken. Oh, ein Klavier. Das müssen wir machen. Hin und her. Hin und her. Oh, ich liebe es. Okay. Was haben wir denn da? Das sind irgendwelche Zeichnungen, ne? Das will ich mir eigentlich genauer ansehen. So. Was ist das? Ist das irgendwie eine Wegbeschreibung? Sieht interessant aus. Zack, hier. Code 3748. Muss ich mir das merken? Irgendein Code wird hier erwähnt. Können wir das irgendwie 3748? Okay, ich versuche es mir zu merken. 3748. Ansonsten komme ich hier nochmal wieder in das Klavierzimmer. Okay. So. Digicode benutzen. Alles klar. Eingabe 3748. Hey. Oh, süß.
Weiter geht's. Wow, schau dir mal diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Welcher Aufzug? Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Nach oben? Okay. Ach, das ist der Aufzug? Aha. Wow. Ah, wie cool. Oh, das sieht ja auch krass aus. Und diese ganzen leuchtenden Dinger sind wahrscheinlich diese Viecher, die uns verfolgt haben, ne? Ich fand die am Anfang sogar noch etwas süß. Aber jetzt ist das so ein, wahrscheinlich wie so eine Art Pest, ne? Okay. Müssen ein bisschen hier auf uns Acht geben. Huch! Warte, ich erinnere mich. Die Außenwelt. Außenwelt? Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte. Das Mauerbild wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Aha. Ist das ein Erinnerungsstück? Neuen Gegenstand errungen. Warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Vielleicht hat ja der Wissenschaftler Teile seiner Erinnerungen in diesen Roboter reingemacht, ne? Damit sie sozusagen in Anführungsstrichen nicht vergessen sind. Nur so eine Vermutung. Müssen wir da durch, ne? Das Schloss triggert mich. Ich habe dann das Gefühl, wir müssen einen Schlüssel suchen. Naja, aber hier ist ganz schön viel Müll, ne? Oh, wir können hier auf der Stange entlang. Okay, und darüber. Wieder runter. Zack. Können wir jetzt hier runter? Ja. Okay. Was ist das? Achso, wir können nur drauf springen. Wofür? Ach, hier geht's auch nochmal weiter. Ah, wir können übersetzen. Was ist das? Sicherheitszone. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Na, Sicherheit hört sich doch gut an. Wow. Ich weiß nicht. Die Viecher sind hier schon wieder. Wo kommen die auf einmal wieder her? Wo kommen die wieder alle her? Sag mir das mal einer. Oh, wer ist das da hinten? Ist das Freund oder Feind? Das weiß man hier nicht. Die Slums. Okay. Okay, okay, okay. Keine Panik auf der Titanic. Oh, die Musik ist ja cool. Er ist abgehauen, ne? Nach oben. Ah, der ist da noch. Schnell weg. Ich dachte, er ist abgehauen. Ich kann hier auch nicht laufen oder so. Hier ist eine Oma abgebildet. Was ist das denn? Das ist ja auch gruselig. Können da auch nicht rein. Wow. Hä? Laufen die vor uns weg? Warum laufen die vor uns weg? Süß. Okay, auf jeden Fall scheinen die nicht gefährlich zu sein, weil sie greifen uns jedenfalls nicht an. Was steht hier? Kann ich das lesen? Nee. Hier kommen wir auch nicht durch. Was ist hier mit den Robotern los? Noch nie eine Katze gesehen? Oh, der humpelte sogar. Hm? Ja, die scheinen echt vor uns Angst zu haben. Oder haben wir irgendwas verpasst?
Wir sind doch Freunde, wir sind doch gar nicht böse. Ich will erstmal hier. Oh, hört ihr das? Ist das eine Sirene? Dieser Roboter scheint keine Angst vor uns zu haben. Lass uns mit ihm reden, vielleicht hilft er uns. Ja, gut. Hallo. Was? Ich habe nichts verstanden. Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zurg. Ein Zurg? Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Okay. Naja, Metall fressen wir ja eh nicht. Werden jetzt hier die Sirenen wenigstens abgeschaltet? Ja, okay. Also haben die wirklich Angst gehabt? Aber hä, vor diesen kleinen Viechern haben die Angst? Ich meine, die sind aus Metall, die können doch gar nicht gefressen werden, oder? Komisch. Aber dass die auch so Kleidung tragen und so, ne? Schon cool gemacht. Ich will wissen, was es mit denen auf sich hat. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Ich kann einen Gegenstand zeigen. Oh, ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Hallo? Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Okay, also gibt es eine Außenwelt und eine Innenwelt und wir sind in dieser Innenwelt und wir kommen nicht raus, richtig? Aber die sind jetzt alle weg, außer Momo. Wie alle weg? Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst, aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Er wohnt hoch oben in dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. Aha, okay. Also auch jemand, der von der Außenwelt in die Innenwelt hier reingekommen ist. Oh, wir können ihn um Hilfe bitten. Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben in dem großen Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild sprechen. Er ist die einzige Spur, die wir haben, um hier rauszukommen. Okay, also wie es jetzt aussieht, müssen wir aus dieser Innenwelt in die Außenwelt kommen irgendwie, ne? Und dabei brauchen wir halt Hilfe, weil wir ja halt von außen reingefallen sind sozusagen. Okay, wir müssen erstmal kratzen. Also ich muss ehrlich sagen, das ist eine meiner Lieblingsaktionen. Jetzt kann ich das auch mal erleben. Meine Katze hat immer so viel Spaß dann, wenn sie das macht. Naja. Du hast uns so einen Schrecken eingejagt. Wir dachten, du wärst ein Zurg. Okay. Kann ich ihm das auch zeigen? Oh, sehr hübsch. Okay, Joris. Dann haben wir hier. Der Linke will nicht mit uns reden. Ach, der schläft. Das ist so ein Zeichen. Ha, wie cool. Dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert. Und ich werde morgen 374 Jahre alt. Wow, Ronin heißt er. So ein schöner Traum. Wie schade, dass es nur ein Traum ist. Okay. Anjaila, warum da hochgehen? Da ist doch nichts. Woher weißt du denn, ob da nichts ist? Ich glaube, Momo hat auch so ein paar Bilder. Hast du es ihm gezeigt? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Was ist das denn? Unsere längst verstorbenen Vorfahren, die Weichen, die Weichen, haben uns diese Stadt hinterlassen. Unser Zuhause ist ihr Vermächtnis. Heißt das, die Menschen sind ausgestorben hier? Und die Roboter sind die einzigen, die noch leben? Habe ich das richtig verstanden? Oha. Das ist, oh, hier oben gibt es auch noch was.
Achso, nein, 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 das wollte ich nicht überspringen. Das wollte ich übersetzen. Die alten Geschichten sprechen von natürlichem Licht, das... Ah, es ging zu schnell. Natürlichem Licht, das von einem Stern ausging und zu unseren Füßen landete. Also die Sonne, ne? Dieses Licht verursachte Wärme und Wohlbefinden bei unseren Vorfahren. Es half ihnen zu wachsen. Okay. Oh, es hört sich echt danach aus, an, dass die Menschen hier nicht existent sind. Okay, wir müssen also da hoch, ja? Oh, wen haben wir denn hier? Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Ah. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schau, wie groß sie werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Können wir ihm auch den Gegenstand zeigen? So, die Postkarte. Einige Leute haben versucht, in dieser Stadt einen Ausgang zu finden. Es ist nicht gut gelaufen. Oh. Das ist aber blöd, dass das nicht gut gelaufen ist. Gibt es hier noch mehr Leute? Ich will mich erstmal umschauen, bevor ich da hochgehe. Was gibt es hier? Warte mal, ich muss erstmal... Kann ich diesen Ball bewegen? Oh ja. Katzendinge. Okay, weiter geht's. So. Was es hier nicht alles gibt. Der Marktplatz. Stromkabel. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das ist ein Satz Stromkabel, das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür ein super Spiritus-Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Aha, alles klar. Okay, cool. Ich werde mich hier gleich noch weiter umsehen. Aber ich würde an dieser Stelle jetzt erstmal die Episode beenden. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.